Verzeihung bitte? Sehen Sie nicht, dass Sie da auf meinem Handtuchfell rumtrampeln? Ganz genau, ich bin schon seit heute Morgen um 6 Uhr weiterentwickelt. Ach nee, wer hat die Höhle so verschandelt, hä? Das muss heißen, Jäger mit Speerjagd-Antilope, Komma! Leute, ich habe schon so viel Handmal gesagt, Mammutreste gehören in Tupper. Das hier ist im Jahr 30.000 abgelaufen und jetzt haben wir 29.998. Und nein, ich weiß nicht, warum wir rückwärts zählen. Wenn die Kühlkette so viel Finger unterbrochen ist, jetzt kann ich die ganze Mammutherde entsorgen und das sind die letzten. So, als nächstes haben wir abgestimmt, wie wir uns in Zukunft nennen und gewonnen hat Homo sapiens. Also wie wär's denn vielleicht mit nur Sapiens, hä? Die Neandertaler, die haben doch einen coolen Namen, oder? Also denke nicht, die Leute könnten denken, wir wären, naja, ihr wisst schon. Ja, na schön, aber wenn wir in 32.000 Jahren beim Ledersack-Tretspiel ein Problem kriegen, ist das nicht meine Schuld. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Aha, sagen Sie mal, schämen Sie sich denn gar nicht? Wie bitte? Na, ich liege hier in meinem Bettchen und gucke noch gemütlich 3 Stündchen was an meinem Laptop, Handys und iPad und dann tauchen Sie auf und verhindern einfach, dass ich schlafe. Aber ich bin doch jede Nacht hier, das hat Sie doch sonst nicht gestört. Tag, hier Nachbarn, können Sie auch nicht schlafen? Also ich bin ganz schön rund geworden. Ja, Sie haben wirklich zugenommen. Und das in so kurzer Zeit. Ich meine, sind Sie schwanger oder so? Sie könnten sich wenigstens mit einer Wolke bedecken. Ja, oder das Licht ausmachen, wir müssen das wirklich nicht sehen. Wissen Sie was, wahrscheinlich kann ich deswegen nicht schlafen. Jetzt reicht's aber. Sie können nicht schlafen, weil Sie handysüchtig sind und Sie können nicht schlafen, weil Sie den ganzen Abend Kaffee und Red Bull saufen. Das ist für meinen Wasserhaushalt. Ich dehydriere schnell. Ich hab's gegoogelt. Er ist so rund, dass er das Wasser in Ihrem Körper anzieht. Das reicht. Ich lasse ein Abo da. Schluss jetzt. Das lasse ich mir wirklich nicht länger gefallen. Anscheinend war ich wirklich schwanger. Na super, dann können wir jetzt endlich alle in Ruhe. Der Nächste. Hallo, können Sie mal ein zweites Himmelstor aufmachen, bitte? Liebe Verstorbenen, wir öffnen Himmelstor 2. Was ist das denn? Sie sollten doch keine irdischen Gegenstände mitbringen. Ohne Bargeld geht man nie aus dem Haus, Junge, falls mal was ist. Ja, egal, Religion. Deutsch. Das ist keine Religion. Also nicht das mit dem Quallen, wo man die ganze Zeit Chips isst, sondern das, wo man die meiste Zeit sitzen bleiben darf. Protestant. Wie haben Sie mich genannt? Hey, Petri, irgendwie liegen hier auf allen Wolken plötzlich hässliche Handtücher. Waren Sie das etwa? Nein, vielleicht war es der lumpige Bettler da hinten. Das ist Jesus. Nein, Jesus war ganz klar Europäer mit sehr gepflegtem Bart. Nein, war er nicht und er lebte unter den Ausgestoßenen. Also Sie meinen, er hat keine Arbeit und kein Geld? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher... Ach, wissen Sie, mir ist gerade eingefallen, könnte ich ein anderes Zimmer haben? Ich habe eine Allergie gegen Wolken. Wo kommen die ganzen Handtücher her? Ja, nichts lieber als das. Willkommen in der Hölle, brenne im Ewigen. Nee, also ein bisschen frisch hier unten. Auf Malle ist es um die Zeit nicht so kalt. Wer sind Sie und wo kommen die ganzen Handtücher her? Ach, na klar können Sie da im Sommer einziehen, wenn wir jetzt anfangen, Frau Klopatra. Nee, ich habe immer gesagt, Bauzeit zwischen einem Tag und 20 Jahren. Das ist ja kein Schlagloch, was man mal eben so in 30 Monaten zustopft. Wow, also das sind ja nur Dachschrägen im Plan. Ich bin ehrlich, nach deutschem Recht haben Sie da nur 10 Quadratmeter Wohnfläche. Das kriegen Sie nie vermietet. Chef, der Herr vom TÜV sagt, die geheimen Todesfallen müssen barrierefrei sein. Ja, ja, und die hermetisch abgeriegelte Grabkammer braucht schon auch ein Lüftungskonzept. Also Frau Klopatra, folgendes. Der Manni hat mit dem Kran die Nase von dem Löwendings abgehauen. Sorry. Allerdings zu unserer Verteidigung, wir haben auch gesagt, räumen Sie den Vorgarten frei, wenn wir mit dem Container anrollen. Sehen Sie, Frau Klopatra, fast nach Plan und nur doppelt so teuer. Schöne deutsche Flachdach-Rhein-Pyramide. Was, ein Rom? Ja, na klar können wir das in einem Tag hochziehen. Haha, gleich bin ich auf dem höchsten Stand und habe meine finale Form erreicht. Ach nö, was ist das jetzt hier? Ich bin die Mittagssonne. Dann haben Sie mein Zwiebelnetz so zugerichtet? Naja, das ist rohes Fleisch und ich baller da seit Stunden meine Strahlen drauf. Das sollte wirklich nicht direkt unter mir liegen. Das war in Tupper. Oder haben Sie das etwa aufgemacht, die Mad-Eagle-Terrorist? Okay, niemand sollte um diese Zeit bei dieser Temperatur draußen sein. Ah, schon gut. Bierdusche desinfiziert. Du grillst es in 42 Grad im Schatten. Hab Buletten rausgemacht. Du verstehst wohl nicht, dass ich dich verletze. Ich bin kurz vor meiner aggressivsten Phase. Oh, sorry, der feine Herr Pinkel hat Hamburger rausgemacht. Das reicht, wenn du die Mittagssonne nicht respektierst, wirst du schon sehen, was du davon hast. Ah, du hast recht, ich mache erstmal ein Nickerchen. Drin? Im Pool. Das ist wie eine Lupe, das ist noch schlimmer. Das Sonnenspray schützt sich jetzt auch nicht mehr. Oh nein, das ist altes Haarspray von meiner Oma mit 10-fach Treibgasen. Was stimmt nicht mit dir? Ich werde durch das blöde Ozon einfach nicht braun. Ja. So ein Wetterchen! Guten Abend, zahlen die Herren zusammen oder? Getrennt. Kann ich mit Karte zahlen? Natürlich, kein Problem. Kann ich per Überweisung zahlen? Das wäre mir
nicht so lieb. Ich zahle in bar, aber nur den echten Preis. Verzeihung? Na, Sie wissen schon, das, was Nichtdeutsche hier auch bezahlen würden. Also, das ist wirklich beleidigend und ich kann Ihnen versichern, jeder zahlt hier denselben Preis. Und natürlich, diese Karte ist nicht nur für Touristen. Kann ich per Klarna zahlen? Nein, Sie müssen wirklich jetzt bezahlen. Hier steht, ich soll mein Passwort eingeben. Ja, Ihren PIN. Also, sowas Kompliziertes hätten Sie mir vorher sagen müssen. Den weiß ich nicht. Na, vielleicht kann Ihnen ja der Herr mit dem Bargeld aushelfen. Junger Mann, warum geben Sie nicht einfach Ihren PIN ein? So funktioniert das nicht. Ah, verstehe, Sie wollen kein Geld. Na schön, ich übernehme alle Getränke auf der Westseite des Tisches und Ihr übernehmt die Ostseite. Und damit wir nicht durcheinander kommen, bauen wir einen kleinen Ost-West-Zaun oder sowas. Ich habe hier noch dieses Rubbellos und Sie könnten gewinnen. Nein, zum letzten Mal. Ich brauche echtes Geld. Hubert, dein PIN steht doch auf der Rückseite. Verzeihung, mein Herr, warum sitzen Sie jetzt auf dieser Seite? Ich habe die Ostseite des Tisches übernommen. Also heißt das, Sie bezahlen alles? Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. So, Leute, alle mal aufgepasst. Heute ist der 6. Tag. Das heißt, wir machen Men. Tachchen. Wo kommst du denn her? Na, heute ist Tag 6. Wir waren doch zum Existieren verabredet. Ja, aber doch nicht auf den Punkt genau. Moment, hast du dich etwa selbst aus Lehm geformt? Natürlich nicht. Aus High-Performance-Beton. Oh Mann, das ist gar nicht gut. Na schön aufgepasst, du bist die Krone der Schöpfung. Ich weiß. Und es gibt nur eine einzige Regel. Nee, mein Freund, das werden wir noch sehen. Esse niemals vom Baum der Erkenntnis. Yeah, besser ist das. Der steht nämlich schon ordnungsgemäß eingezäunt auf dem Nachbarsgrundstück. Ja, da ist ja noch einer. Ja, den habe ich mir rausgeschnitten. Aus dem Stock in meinem Hintern. Auf den Baum der Erkenntnis abzusägen. Nee, nach unserer Kleingartenverordnung dürfen Fallobstbestände nur mit Genehmigung des Vorstands angelegt werden. Oh Mann, ich bin ja so froh, dass ich existiere. Doppelwumms. Klar, Herr Präsident, wir sind äußerst diskret. Kaminski! Sperr schon mal die Straße ab für dieses Arena 51-Ding! Aber Chef, von hier bis zur Baustelle sind es noch 3000 Kilometer! Das ist topsekret, Kaminski! Mach 2900 Kilometer einspurig und dann nochmal 5000 Kilometer Umleitung! Nee, extraterrestriell heißt nicht extra Wurst, junger Tintenfischmann. Das hier ist eine Baustellenausfahrt. Sie können ja nicht einfach abstürzen, wie Sie wollen. Chef, die Tintenfischleute haben dem Manni das Gehirn für Experimente rausgenommen. Oh, wenn der das als Arbeitsunfall meldet, hab ich so viel Papierkram. Nee, Herr Präsident, nur weil die Öffentlichkeit das nicht mitkriegen soll, geht's auch nicht schneller. Wir haben ja schon mit Regentagen kalkuliert, aber die kamen in der Wüste nicht und darum dauert's noch länger. Na klar kann der Manni ohne gehirnschwere Maschinen bedienen, der war schon mal schlechter dran. Chef, Chef, Alien Manni hat das Weiße Haus abgerissen und die Menschheit versklavt. Ich hab Mittagspause, Kaminski. Übrigens, sehr gutes Menschen-Met. Ein kleiner Schritt für einen Menschen. Was sind das jetzt hier? Wir sind die erste bemannte Mondlandung. Nee, also erster sind Sie bestimmt nicht. Mein Handtuch hängt da schon seit 6:30 und ich war nur kurz auf Klo. Und Frühstück und eine Kleinigkeit einkaufen. Houston an Eagle, Statusbericht. Houston, wir haben einen Prolet. Over. Ah, Amerikanski. This place, nix. Wildcamping. Ich sehe hier schon überall verdächtige Löcher auf meiner Parzelle. Die sind von Bodenproben. Nee, Sie, nix, Buddel hier. Houston nochmal, was ist da eigentlich los? Houston sieht aus, als wären wir zu spät. Zu spät? Aber hallo, es ist 9:30, der ganze Tag ist vorbei. Tachchen. Platzverwaltung, den Besuch müssen Sie anmelden, ist Ihnen schon klar, oder? Nee, ich kenne die gar nicht, die sind einfach hier gelandet, aus Übersee. Was, jetzt erst? Anmeldung ist von 6 bis 6:45, ich will auch mal irgendwann Feierabend haben. Verzeihung, wir sind Forscher der amerikanischen Weltraumbehörde. Diese Mission hat 24 Milliarden Dollar gekostet und ist die größte Errungenschaft der Menschheit. Die kippen einfach ihr Chemoklo hier in die Löcher. Nee, aber ganz schnell jetzt. Ja, in wenigen Minuten habe ich meinen Höchststand erreicht. Was sind das jetzt hier? Ich bin die Flut, eine Naturgewalt, unaufhaltsame. Nee, Anzeige ist raus, hier lagen meine Werte. Sachen und die sind jetzt alle weg. Also selbst wenn ich die nicht überschwemmt hätte, sowas lässt man doch nicht unbeobachtet am Strand liegen. Das war überdeckt, gesichert, mit einer undurchdringbaren Barriere versiegelt. Sie meint doch nicht etwa dieses hässliche Handtuch, was hier auf mir rumtreibt. Das ist mein Badehosen-Umziehhandtuch. Sie wollen wohl meinen Popo sehen. Nein. Verzeihen Sie, aber das hier ist mein Platz. Ich hatte hier gestern schon eine Sandburg errichtet. Nee, weil ich hatte hier vorgestern schon meinen Schwiegervater eingebuddelt bis zum Hals. Die Knochen würden das beweisen. Allerdings hätten Sie den Vorhof mit einem Handtuch absichern müssen. Korrekt, aber mein Popolappen wurde in einem unbedachten Moment entwendet. Oh, was für eine unverschämte Perversheit. Jetzt habe ich Mitleid. Also mein Schwiegervater ist in jedem Fall das Fundament Ihrer Sandburg. Sehe ich auch so. Das macht den Grundbucheintrag unnötig kompliziert. Hallo, ich bin auch noch hier und ich stehe Ihnen schon bis zum Hals. Sie haben gar nichts mitzumelden. Ich habe mein Revier soeben auf die altmodische Art markiert. Ja, ich ebenfalls. In Fest. Oh mein Gott. Sind keinen deutschen Anstand, diese Einheimischen. Piu, 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 piu.
Oh nein, es ist der übergelaufene Superheld, Captain Deutschland. Ich rufe Verstärkung. Nee, so nicht. Wie jetzt? Ich möchte nicht, dass Sie meine Daten an Drittanbieter weitergeben. Da habe ich nicht mein Einverständnis zu erklärt. Aber das muss ich doch machen, damit wir sie alle zusammen verkloppen können. Ja, ich wusste, schon habe ich Werbung für Boxhandschuhe auf meinem Handy. Haha, was ist hier los? Ordnungsamt-Man! Mein absoluter Erzfeind! Recycling-Schild-Attacke! Nee. Kein Pappeinwurf nach 20 Uhr. Wenn Sie mich in zwei teilen wollen, machen Sie das morgen früh ab 7. Ha! Nimm das, Captain Deutschland! So, und jetzt mal Ausweis, bitte. Ja, na schön, das mach ich nicht! Du musst keinen Ausweis dabei haben. Ah, verdammt, mein Kryptonit! Lücken im System! Oh nein, Ordnungsamt-Man! Haha, da kommt auch schon der Fluchtwagen. Wenn ihr was versucht, jag ich alles in die Luft. Oh, was sind Sie für ein Kranker? Sie halten hier die ganze Zeit einen Parkplatz frei. Das gibt ein saftiges Bußgeld von 10 Euro. Oh, ich hasse dich, Ordnungsamt-Man! Meine Pflicht ist erfüllt. Moment mal! So, exquisit moi, Herr Eifel, aber sind Sie sicher, dass wir Ihren Turm nicht doch lieber nach guter deutscher alter Tradition mauern sollen? Ich meine, im Winter rostet Ihnen das Ding sonst schneller weg als der Renault von Ihrer Oma. Hey, du da, französischer Kaminski, auf einer deutschen Baustelle trägt man Warnweste. Ah, salut! Frère Jacques! Pardon? Sag mal, bist du dumm oder was? Dormez-vous! Ah, Frère Jacques, sole de Martine! Wie bitte? Kommt er mir vor der Mittagspause mit Martinis? Trinken. Qua? Kein Bier vor 4. Ding, dang, dong. 4. Kein Bier. Meine Güte, was ist denn das für ein gestrecktes Brot? Das hat aber keine deutsche DIN-Form. Monsieur, je ne comprends rien. Normandie. Ja, je déteste sa mort de merde. Chef? Ah, deutscher Kaminski. Ich soll doch den Eiffelturm über Nacht rausstellen, damit der Lack trocknet. Naja, und jetzt hat ihn der Manni vom Metallschrott abgeholt und will den nicht wieder rausrücken. Was vor der Tür steht, darf man sich nehmen. Oh, qu'est-ce que c'est passé? Also was ist denn das jetzt hier? Hi, wir sind die neuen Nachbarn. Und wenn du der Kaiser persönlich wärst? Ja, das bin ich. Du kannst doch nicht einfach so einen Zaun hier in meinem Vorgarten hochziehen. Wie groß ist denn das Teil überhaupt? 21 Kilometer. Also das ist bestimmt nicht mit dem Bauamt abgesprochen. Die kann man vom Weltraum aus sehen. Aha, dann siehst du ja auch, dass das 10 cm zu weit in meinen Radieschen steht. Das wird gefälligst zurückgebaut. Der Bau hat 2000 Jahre gedauert. Ja, bis zur Mittagsruhe sind es 30 Minuten, also hopp, hopp. Nein! Wie nein? Die Radieschen wurden erobert. Tja, Kaminski Stadtverwaltung, was ist denn hier los? Die haben die Radieschen erobert. Oh, das sind aber schöne Radieschen, die könnte man ja so im Laden verkaufen. Danke, ich bin auch sehr stolz auf meine Qualität. Zahlen Sie denn auch Gewerbesteuer dafür? Obwohl die alle dem da gehören. So, Herr Kaiser, und Sie kommen jetzt erstmal hier runter und füllen Formular A38 Grundstücksübertragung aus. Aber bekloppt die Deutschen. Mit Anhang! List ausdenken. Oh, was ist das? Hä? Oh, das gibt's doch nicht. Der wirft ja einen ganz schrägen Schatten auf meine Rosen. Wenn das der TÜV sieht. Ergib dich, Erdbewohner. Tachchen! Sprich, vertrittst du die vorherrschende Rasse auf diesem Planeten? Psst, dieses Wort hören wir in Deutschland gar nicht gerne. Vertretung. Master Commander, ich glaube, dieser Planet wurde schon erobert. Ganze Landstriche sind bereits zerstört. Nee, das nennen wir Autobahn. Da sind wir sehr stolz drauf. Was ist hier los? Es ist Mittagsruhe. Diese Herren wollen mich mitnehmen und durch mein Rektum untersuchen. War ja klar, ich war seit Monaten auf dem Termin, nur weil ich Kassenpatient bin. Na schön, dann nehmen wir halt dich mit. Ja. Nee, stellen Sie sich hinten an. So, was ist hier los? Diese Herren wollen die Menschheit versklaven, aber ich war zuerst hier. Ich habe den Termin vor Jahren gemacht. Ja, sind Sie denn verrückt? Heute ist Sonntag, keine Geschäfte am Sonntag. Irrelevant, wir werden euch zerhäckseln und zu Dünger verarbeiten. Ja, mich zuerst. Dünger, ja, das ist okay. Gartenbedarf darf am Sonntag verkauft werden. Haha, aufgestanden, Platz vergangen. Ja. Die sind verrückt. Rückzug. Na, nun geben Sie doch mal ein bisschen Gas. Wir schweben immer noch über der Autobahn. Lichtgeschwindigkeit ist das Maximum. Kommt er mir mit Tempolimit? Ich werde mal lüften. Nein, wir sind im Vakuum des Weltraums. Willkommen im Himmel, Sie sind alle tot. Tachchen! Stellen Sie sich hinten an! Oh nein, ich will nur was umtauschen. Sie können nichts umtauschen, das hier ist das Ende, das Omega, das war's. Ja, sehen Sie, ich habe dieses Hemd bekommen, aber da sind gar keine Taschen dran. Ist wohl ein Produktionsfehler. Nein, das letzte Hemd hat keine Taschen. Oh, also wenn das so ist, dann möchte ich lieber nicht tot sein. Also was denken Sie, wo Sie hier sind? Das ist nicht Ihre Entscheidung. Ich denke, in Deutschland habe ich 14 Tage Rückgaberecht, ohne Grund. Oder Sie hören von meinem Anwalt. Also das reicht jetzt aber, zurück in die Reihe mit Ihnen. Tachchen, ich bin der Anwalt. Also bitte, das ist allein mein jüngstes Gericht hier. Der hat mich mit Sündenrabatt gelockt und mir nur Schrott angedreht. Herr Petrus, würden Sie einen Dieb in den Himmel lassen? Natürlich nicht. Was für eine Frage. Und warum klauen Sie dann? Verzeihung? Ich zitiere von Ihrem Flyer. Alle 11 Minuten verbüßt ein Sünder bei Petrus. Ja, okay. Also das war die Marketingabteilung. Petri, einmal hin, ewig drin. Okay, da habe ich mich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen. Wer günstig will, muss Petri. Ja, das habe ich selber nicht verstanden. Fall abgeschlossen. Und deswegen muss ich jetzt hier arbeiten. Ach, Tachchen. Ich will was umtauschen.
Ja, ich weiß, im Vertrag steht Bauzeit 6 Tage, Herr Allschmächtiger. Aber ich habe auch gesagt, wir klingeln irgendwann zwischen 8 Uhr und in 14 Milliarden Jahren. Und Sie waren nicht da. Sie hätten sich freinehmen müssen. Was ist denn das, Kaminski? Das ist doch nicht rechtwinklig. Das sollte quadratisch sein. Na, Chef, der rechte Winkel ist im Auto. Da hätte ich eine ganze Etage runterlaufen müssen. John, warum hast du dich an den Planeten geklebt? Wegen Klimaschutz. Die Temperatur ist in unter einer Sekunde um 1 Milliarde Grad gestiegen. Das war der Urknall, John. Darüber haben wir gesprochen. Ja, also folgendes. Der John hat das mit dem Rattenproblem leider falsch verstanden und hat alles andere außer die Ratten und die Säugetiere gekillt. Aber keine Sorge, wir haben die ganzen toten Echsenviecher verbuddelt. Die findet niemand. Also wenn dieser Baum der Erkenntnis so wichtig gewesen wäre, dann hätten sie den nicht in die Brandschneise pflanzen sollen. Den haben wir jetzt platt gemacht. Vorschrift ist Vorschrift. Chef, der Kunde hat noch Menschen bestellt, aber sie haben das ganze gute Material für ihren privaten Keulteich abgezwackt. Haha, guck mal, ich hab den Mannschaften angehaucht. Der sieht jetzt aus wie ich. Ja, gut genug. Haha, willkommen in der Hölle! Tachchen! Dich erwarten unendliche Qualen im ewigen Höllenfeuer. Was machst du da? Im Stoßlüften, hier ist echt schlechte Luft. Die Flammen der Verdammnis kann man nicht weglüften. Ah, was ist das plötzlich, dieses quälende Gefühl an meinem ganzen Körper? Deine Buße hat begonnen. Ah, ich halte das nicht aus, das ist Durchzug. Irgendjemand hat eine Tür aufgemacht. Ja, warum schmilzt du nicht dahin? Es gibt kein falsches Fegefeuer, junger Mann, nur falsche Kleidung. Tachchen, Ordnungsamt. Wo kommen Sie denn jetzt her? Oh, wir haben einen Tipp bekommen, dass hier jemand seinen Höllenhund nicht anleiht. Ja, ich bin der Fürst der Finsternis. Sagen Sie mal, ist das Ihr Bonoslava hier? Ha? Sie wissen schon, das ist ein öffentliches Gebäude. Den drehen Sie jetzt mal schön auf 19 Grad runter. Du wagst es so, mit mir zu reden, Mensch? Leide! Oh, was ist das? Durchzug. Oh, danke. So, und Sie kriegen erstmal eine Anzeige, weil Sie mich geduzt haben.